Herzlich willkommen zu Fun & Drive, dem Automagazin mit zwei Neuvorstellungen mitten im Sommerloch. Passend zur Ferienzeit eröffnen wir die Sendung mit einem offenen. Die Nachricht war schon länger rum, es gibt nach einem halben Jahrhundert wieder ein Fiat 124 Spider. Insider wissen natürlich, dass er ein Mischling ist, denn er benutzt die Plattform des Mazda MX-5. Trotzdem sind wir seiner Offenherzigkeit bereits verfallen. Schon heikel, wenn man einen Mythos wiederbeleben will, wie diesen Klassiker. Nahezu 200.000 Mal gebaut, mit unverwechselbarem Design und ständig weiterentwickelten Motoren. Und der soll ihn beerben. Dagegen ist der MX-5 überdesignt und zeitgeistig. Trotzdem muss man sich an das Fiat-Logo auf solch einem Wagen erst gewöhnen. Vertraut aus dem alten Mazda hingegen ist das Handschuhfach auf Schulterhöhe. Seine Abschließbarkeit natürlich eher eine psychologische Beruhigung. Die Dreiecksfenster sind nicht nur Reminiszenz, sondern Windabweiser vor den Rückspiegeln. Petitesse, aber peinlich hingegen die Optik der zentralen Lüftungsdüse. Kaum je zu sehen bekommen die meisten die Basis dieses Fahrerlebnisses. Im Chassis steckt die Erfahrung von Abermillionen MX-5-Kilometern, die Kurvenlage pures Adrenalin. Zudem hat der Spider natürlich Heckantrieb und Frontmotor und das ist ein Kleinod. Der 1,4 Liter Multi-Air bringt zwar nur 140 PS mit 240 Newtonmeter, auch die 7,5 Sekunden bis 100 scheinen nicht besonders. Das Verrückte war schon am MX-5, dass diese banalen Leistungswerte eigentlich keinen Spaß machen dürften. Kann man dieses Phänomen erklären oder ist das Metaphysik? Naja, wir haben hier eine ganz, ganz tolle technische Basis, sehr agil, sehr wendig, leicht, einen sehr kräftigen, starken Turbomotor mit 140 PS und vor allen Dingen natürlich dieses ausgeprägte italienische Design. Beispiel Heckleuchten. Wie beim 500er schon gesehen, ist der innere Teil in Wagenfarbe lackiert und die Ringhaftigkeit hat hohen Wiedererkennungswert. Übrigens kann man auch mit anderen technischen Daten wunderbar kokettieren. Ein Ladevolumen von 140 Liter. Macht klar, es kommt nicht auf die Quantität von Gepäck und Insassen an, sondern auf die Qualität. Der Fiat 124 Spider treibt einen einfach voran. Und schon nach wenigen Kilometern merkt man, dass der Wagen sich selber mitteilt. Gemeint sind keine Computeransagen, sondern ganz mechanische Reaktionen, physikalische Selbstverständlichkeiten. Wer auch nur etwas Gefühl für solche Autos hat, wird sich mit dem Spider sofort blendend verstehen. Denn gemäß EU-Norm sind im kombinierten Verbrauch 6,4 Liter fällig, mit Spaßaufschlag natürlich mehr. Der Einstieg beginnt mit 24.000. Das sind rund 1.000 Euro mehr als beim Mazda, aber das kann man sich an anderer Stelle sparen. Das Ausstattungspaket Radio mit dem Touchscreen ist für einen Dusi zwar nett, aber damit handelt man sich auch den Controller auf der Mittelkonsole ein. Ja, ist eigentlich normal, aber schon die MX-5 wurden knackig aus dem Handgelenk mit aufgelegtem Arm geschaltet. Und auch hier kommt man dadurch oft an den Drehknopf und verstellt sich irgendwas. Weglassen, Smartphone nutzen. Das Dach bleibt ein Rekordhalter. Nun sogar nur ein Schloss statt zwei, in 4 Sekunden zu, in 2 Sekunden auf. Und nun tun wir so, als wollten wir das mit der Schaltung noch einmal überprüfen. Hauptsache, wir können noch eine Runde fahren. Scheint erhebliches Suchtpotenzial zu haben, diese Karre. Ja, das ist Autofahren in seiner ursprünglichen Form. Heute schon fast eine Reminiszenz. Auf der anderen Seite steht die Zukunft und das Thema autonomes Fahren. Am lautesten kokettieren Google und Tesla mit dem Begriff und sind dabei gegen die Wand gefahren. Schwierig auch für Volvo, denn das dort richtigerweise teilautonome Fahren genannte System Pilot Assist 2 war das Thema bei der Einführung der neuen Oberklasse-Limousine S90. Ja, ein richtiges Stufenheckmodell wie früher. Schon das eine Wohltat in der SUV-Schwemme. Nach einigen Previews kommt der neue Edelschwede nun tatsächlich auf den Markt und der soll die flüssig rollende Umsatzwelle von Volvo weiter aufschaukeln. Zunächst steht der S90 bei den Händlern, der erfahrungsgemäß wichtigere Kombi V90 wird in wenigen Monaten folgen. Beide Modelle haben bereits vor allen Fahrpräsentationen ihre Absolution erhalten, wenn auch nur oberflächlich. Denn Volvo bietet grundsätzlich eine erfrischende Alternative im Designerlei.
Rund 30 Formulierungen haben wir im Begleitmaterial dafür gelesen. Am besten fanden wir die hochwertige Einfachheit beim Armaturenbrett. Designerisch auch neu ist nun das waagerechte Pendant zu den ikonografischen Heckleuchten der Kombis. Technisch sind die meisten Erfahrungen schon gemacht, denn der S90 nutzt die Plattform vom XC90. Das bezeichnet Volvo als skalierbare Produktarchitektur und verkürzt es imagekonform zu SPA. Volvo bleibt auch mit den 90ern bei einem querliegenden Reihen-Vierzylinder 2-Liter-Motor in vier Varianten, alle mit 8-Gang Geartronic. Wir fuhren den D5 All-Wheel Drive Inscription mit 235 PS und 480 Newtonmeter. Das bringt die 1,9 Tonnen in 7 Sekunden auf 100 und weiter bis 240 Spitze. Gemäß EU-Norm läge der Verbrauch im Mix bei 4,8 Liter. Diese Angaben erfolgen wie immer ohne Gewähr. Auch innen ähnelt die neue Limousine dem XC. Der Hochkantbildschirm war uns bereits vertraut, inklusive seiner notorischen Putzbedürftigkeit. Das inzwischen bewährte City-Safety-System arbeitet trotz des Namens auch außerstädtisch und erkennt inzwischen auch große Wildtiere, ist quasi elchfest. Ebenso soll es Kollisionen beim Linksabbiegen verhindern und da kommt eine Erinnerung hoch an einen Mitbewerber. Autonomes Fahren ist aktuell eine hitzig debattierte Vision und ausgerechnet ein Marktführer in Sachen Sicherheit bietet das in seinem neuen Topmodell gar nicht an. Autonomes Fahren ist ein Riesenthema. Es ist ein Entwicklungsthema. Es ist eine Reise, auf der man sich da begibt mit dem Fahren, mit dem selbstfahrenden Fahrzeug. Im Moment sind unsere Systeme Assistenzsysteme, die unterstützen den Fahrer in seiner Fahrtätigkeit. Das bedingt auch, dass er die Hände am Lenkrad lässt und immer in der Lage ist, in das Verkehrsgeschehen einzugreifen. Autonomes Fahren ist zunächst ein definitorisches Problem, weshalb vorsorglich die Anspruchshaltung ausgebremst wird durch die relativierende Formulierung teilautonomes Fahren. Klingt auch schon verselbstständigt, ist aber Alltag bei allen, die einen adaptiven Tempomat nutzen, also eine automatische Abstandsregulierung. Ebenso Alltag ist die automatisch lenkende Einparkhilfe und das Bremsen haben wir in Überlebensfragen zunehmend delegiert an den Notbremsassistenten. Weil es im Folgenden nicht um die Technik, sondern Psychologie geht, benutzen wir den Überbegriff autonomes Fahren. Denn bei geschickter Vernetzung aller bereits vorhandenen Assistenzsysteme kommt die Technik dem Ziel inzwischen sehr nahe, nur der Mensch kommt da nicht mit. Wir wollen einfach das Steuer nicht aus der Hand geben, auch wenn eine esoterisch belehrende Frauenstimme uns ermahnt. Du, man muss auch mal loslassen können. Ja, aber doch nicht das Lenkrad. Wie zum Beweis setzt sich plötzlich ohne zu blinken ein Wort vor uns auf die Spur. Kontrollverlust. Demgegenüber steht aber eine Schutzautomatik, die weder Ablenkung oder Sekundenschlaf kennt und auch keinen Alkohol konsumiert. Gerade mit Volvo hatten wir bei der Einführung des Notbremsassistenten 2010 ein Aha-Erlebnis. Das wollten wir so auch nicht glauben. Also hatten wir das Auto entmenschlicht und im Leerlauf auf eine Puppe zurollen lassen. Asimovs drei Robotergesetze lassen grüßen. Die autonome Fahrtechnik ist Spitzentechnologie und die wird zunächst immer in den Topmodellen eingeführt. Diese wiederum werden meist gefahren von den beruflich Bessergestellten, also Alpha-Tierchen. Merkwürdigerweise sollten genau die keine Probleme haben, Arbeit zu delegieren, stoßen aber dennoch auf eine Hemmschwelle. Der Kontrollverlust beim autonomen Fahren würde nachweislich viele Fahrer stressen. Es gibt auch ohne diese Technik eine Gruppe Menschen, die diesem Stress schon heute alltäglich ausgesetzt ist und die nennt sich Beifahrer. Denn die Entscheidungen über Leben und Tod werden hinter dem Lenkrad getroffen, wo jeder Depp sich plötzlich als Fahrzeugführungspersönlichkeit fühlt. Da lässt man sich doch nicht von dem Autopilot reinquatschen oder zu langsamerem Tempo verführen. Amüsanterweise kommt es, vor allem bei Männern, zu ähnlichen Störungen beim Sex. Auch dort verhindert die Angst vor dem Kontrollverlust oft ein entspanntes Vorankommen. Die Ironie will es, dass der Verkehrsstau klar macht, wie verfahren die Debatte um den Autopilot ist. So schrieb Urs Willmann vor 2 Jahren in der Zeit zum Thema Stress. Kontrollverlust erklärt sogar den akuten Stress in Situationen, die uns zu absolutem Nichtstun verdammen. Verkehrsstau. Nichts lässt so viele Pendler verzweifeln, wie die quälenden Minuten, in denen sie keinerlei Macht über ihr Fortkommen haben. Das nennt man dann autonomes Stehen.
Aber was denn nun Stress beim Nichtlenken oder beim selbstbestimmten Stauschleichen? Bei diesem Zitat kann sich Volvo allerdings vor Begeisterung auf die Schenkel klopfen, denn genau der Verkehrsstau wird als Appetizer benutzt für die Automatisierung. Die Hälfte der Autofahrer im Stau geht ohne dies anderen Tätigkeiten nach, wie E-Mails lesen oder rasieren. Also delegieren wir an den Lenkungsausschuss. Dummerweise wurde die haptische Rückmeldung am Lenkrad hier oft erklärt mit dem Satz, das Auto fühlt das. Aber auch wenn ich mich beim Autofahren auf mein Gefühl verlasse, dann ist das letztlich die Summe von Millionen Kilometer Erfahrung. Die hat der Rechner auch und abschnittsweise funktioniert das tatsächlich richtig gut. Zugegeben, auch ich hatte ziemlich Schiss und fühlte mich erinnert an die Mutproben aus der Schulzeit. Also fragen wir den Geschäftsführer. Hand aufs Herz, als Sie das erste Mal das Steuer aus der Hand gegeben haben, da hatten Sie bestimmt auch kein gutes Gefühl. Die Hand ist immer am Steuer, weil wir ein Assistenzsystem haben. Ein Assistenzsystem hat die Aufgabe, den Fahrer zu unterstützen. Und ich muss sagen, ich habe keinen Kontrollverlust gespürt, sondern ich habe eigentlich die Unterstützung gespürt. Und es ist ein anderes Fahren und es ist ein sehr interessantes Fahren. Und ich habe es eigentlich genossen. Gut, der Mann hat da vielleicht schon Routine und liegt behavioristisch voll auf der skandinavischen Linie. Volvo hat zu den 90ern den Claim ausgegeben, Relaxed Confidence. Wir haben uns eher gefragt, ob die Käufer bei der Übergabe wegen des teilautonomen Fahrens eine mentale Einweisung bekommen oder ein Coach zur Seite steht. Also unsere Kunden brauchen ganz bestimmt kein psychologisches Training. Ja. Das, was wir mit Relaxed Confidence meinen, das spüren unsere Kunden schon, wenn sie direkt das erste Mal mit dem Fahrzeug fahren, weil das Auto ein gewisses Selbstbewusstsein ausstrahlt, aber was dieses Selbstbewusstsein nicht aggressiv nach draußen trägt, sondern eben entspannt. Unsere Top-Version mit allem, was das Haus zu bieten hat, kommt bei 77.800 an. Dafür sind aber wegen der Sicherheitszertifizierungen die Versicherungsprämien deutlich geringer als üblich. Auch das ist ein Argument für das zukünftige autonome Fahren, denn die Versicherer kalkulieren aus der Unfallstatistik die Kosten für Sachschäden, Verletzte und Tote. Und zumindest bei der Vermeidung von Schäden bekommt Volvo höchste Weihen, denn was das für ihre Familie und Freunde bedeutet, das lässt sich nicht beziffern. Ja, das war wohl etwas pathetisch, aber die Heuchelei der Debatte um das autonome Fahren nervt schon. Da werden dieselben Leute zu Bedenkenträgern, die ihren halben Lebensalltag längst vom Smartphone regeln lassen, ohne den Preis ihrer Bequemlichkeit zu hinterfragen. Das Brett vorm Kopf ist heute das Smartphone, von dem Fußgänger und Autofahrer sich sklavisch ablenken lassen, als garantiere das Schimpfwort Zombie auch Unsterblichkeit. Genau diesen Menschen muss man erklären, dass Handys einen Ausschalter haben. Und gleiches gilt für die Assistenten im Auto. Solange man sie abstellen kann, sehen wir kein Problem. Natürlich kann man auch den Fernseher abschalten, aber auch dann hätten sie etwas verpasst, was sie weiterbringt. Bis zum nächsten Mal.